Moin Leute! Herzlich willkommen! Heute gibt es mal wieder einen schönen Vlog und wir fahren zum Lidl. Auf jeden Fall. Heute ist der 12.12. und es geht ab. Wir wurden von Lidl eingeladen nach Duisburg und wir schauen mal, was uns da erwartet. Testschießen nehme ich an und was sonst noch geht, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! So Leute, wir sind angekommen, es ist schon dunkel. Da vorne sind die Powerbüros. Powerbüros! Und wir gehen jetzt mal gucken, wo es hier losgeht. Und gleich geht's weiter. Wir sind jetzt in den heiligen Hallen angekommen. Und da oben ist schön aufgebaut. Die ganzen Neuheiten und auch jegliche Produkte an Feuerwerk, was es bei Lidl zu kaufen gibt. Und wir geben euch einen kleinen Überblick, aber vorher gibt es auf jeden Fall noch ein paar Mandeln und für zum Stärken, ne? Also muss natürlich auch sein, Mahlzeit, Männers. Jetzt gibt es erstmal hier einen guten Glühwein. Na klar. Fein. Und die Abbrennliste haben wir natürlich auch schon gekriegt hier. Und gleich geht's los zum Vorschießen. Wir sind jetzt hier gut angestrahlt und werden auch gut beschallt. Und wir stehen hier auf einem Podest. Und da hinten ist der Abbrennplatz. Also jetzt dort, wo eure Kamera sich befindet. Und du leuchtest. Ich leuchte. Und jetzt geht's gleich los. Unforgettable, eine 56-Schuss-Batterie, bereits bekannt im Lidl-Sortiment. Der Preis liegt bei 24,99 Euro.
So Leute, wir sind durch, oder beziehungsweise das Feuerwerk ist durch. Mega geil, also ich muss sagen, da hat Lidl ordentlich was rausgehauen. Auf jeden Fall, kranke Scheiße, hat richtig Bock gemacht. Das Abschlussfeuerwerk war richtig nice und ja, jetzt gehen wir nochmal rein. Jetzt gibt es, soweit ich weiß, noch einen kleinen Snack und ja, also waren auf jeden Fall schmackhafte Dinger dabei, auch bei den Neuheiten und ja, wir freuen uns auf die Einkaufstour und werden da bei Lidl auf jeden Fall mal einen Abstecher machen. Auf jeden Fall, denn Lidl lohnt sich. Ja, das Video müssen wir auf jeden Fall mit Produktplatzierung kennzeichnen und ja, gehen wir mal rein hier in die gute Stube. So Jungs, das Event ist fertig. Wir stehen jetzt hier nochmal in der Eingangshalle. Super geile Location auf jeden Fall. Mega fett. Da hat Lidl auf jeden Fall einen hingelegt. Geile Sache. Wir chillen jetzt hier noch eine Runde mit den Power Pyros und mit Pyro Special. Checkt die auf jeden Fall beide aus. Hier sieht man auch nochmal die ganzen Feuerwerksartikel ausgestellt. Ziemlich geil. Alle ziemlich viele Neuheiten, auf jeden Fall sehr geil, da freue ich mich mega drauf. Hier der Powerpyro am Start. Ja genau, fleißig am Fotos machen. Hier. Auf jeden Fall auschecken. Und ja, hier oben gab es nochmal lecker Getränke und was zu essen. Da hinten war noch eine geile Garderobe und generell einfach super geiles Event. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao, ciao Leute, haut rein. So Leute, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Ich gehe nochmal ganz kurz alles durch. Hier haben wir die Power-Up. Wildstorm. Pure Magic und Cyborg. Das ist die Neuheit oder eine der Neuheiten als Alternative für die Tiger and Dragon. Tiger and Dragon werdet ihr wahrscheinlich noch im ein oder anderen Supermarkt oder in der einen oder anderen Lidl-Filiale entdecken. Das sind noch Restbestände, die abverkauft werden. Genau, dann haben wir hier die Ultimate und noch ganz viele andere kleinere Batterien. Queen of the Night hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen. 36 Schuss und eine Brenndauer von 120 Sekunden ist natürlich auch echt viel. Lord of Whistle, ja, wem es gefällt. Das sind auch zwei neue interessante Batterien. Da haben wir oben einmal den Mr. Hyde und den Dr. Jekyll. Mr. Hype war auf jeden Fall geiler, also die hat richtig Bock gemacht, bin ich auch mal gespannt drauf. Genau, hier die Klassiker, das ist natürlich neu, der Double Flash, freue ich mich auch ziemlich drauf. Genau, da haben wir nochmal die Laser und hier, Leute, was soll man da dazu sagen, der Einhorn-Pups, yo. Kein Kommentar dazu. Dann haben wir hier natürlich Arena of Rockets. Bombette ist auch wieder neu drin, gab es vor ein paar Jahren schon mal. Und hier haben wir nochmal zwei Raketensortimente und natürlich die Goldraketen. Ziemlich geile Teile auf jeden Fall, kennt man ja vom letzten Jahr. Richtig geiler Scheiß!